fucking bullshit. Wie macht man den Morgen und Morgen hässig, indem man es mit Rolltreppen noch nicht einstellt? Oder man macht einfach ab so früh, dass noch nichts läuft. So läuft es. Jetzt kommen wir dann her. Ich bin der Morgen Schwag und heute habe ich mal drei Athletinnen. Und zwar Biathlon und Gasparin-Schwestern sind ja bekannt. Ich bin mit heute verabredet und ich denke jetzt mal so etwas machen mit ihnen, das nicht, ja, nicht auf dem Schnee ist. Ist immer interessant. Ich sage, wir sind eingeladen von Sport 2000 Odlo. Und jetzt gehen wir uns einkleiden da, weil es ist ja wichtig. Wir spielen das Escape Game. Jeder, der das schon mal gespielt hat, ist von außen. Gerade ein bisschen Orientierungssinn rein. Ich bin eine riesige Pfeife. Jetzt schauen wir mal, ob die anderen besser sind als ich. Und für das müssen wir natürlich Kleider anziehen, Odlo, damit wir auch ja nicht frieren. Zürichwetter ist angesagt, es regnet schön ab, so habe ich es gern. Schon die erste. Salü, ich bin Marco. Freut mich. Yes, Elisa. Ciao. Hoi. Marco. Selina. Selina. Hallo. Ciao. Marco. Elina. Aita. Aita. Kannst du das Tschutsch sagen? Jetzt wollte ich sagen, das hat mir doch den Kühen den Namen gegeben. Ja, also gut, hört zu. Fangen wir an. Spielen wir das Game Escape Game. Und ja, legen wir los. Jetzt sind wir gespannt. Das Tablet haben wir schon parat. Das Ziel ist Letzi. Hast du den Namen schon eingegeben? Ich und Selina spielen zusammen. Also, dann fangen wir hier an. Die Zeit läuft bei euch jetzt schon. Das ist schön, das ist noch gut. Jetzt musst du zum Glauben, oder? Wir sind da und wir müssen hier rauf. Ihr seid diejenigen, die diese nahezu unmögliche Mission erfüllen sollen? Sind denn die anderen? Lustiges Foto von unserem Team. Mir ist Orientierung das Problem mit dem iPad dort hinsäckeln, wo ich muss. Meine Freundinnen sagen immer, ich habe eine Orientierung wie ein Goldfischli. Es stimmt. Sind wir ein bisschen zu weit gewesen? Ja, gleich, ich habe noch gebremst. Jetzt gehen wir zu den Schultests. Sind wir drauf? Nein. Wir sind sowieso schneller. Wir haben das gemerkt schon. Zwei Aufgaben voraus. Oh, rechnen! Tschüss! Wer hat gesagt, dass wir rechnen müssen? Ja. Brauchen wir Lupen oder etwas? Du hast eine Japaner hier und fragst, ob wir die Lösung haben. Eins müssen wir das hier wahrscheinlich, ne? Hier, schau, ich muss hier so ziehen. Wenn ihr so weitermacht bei dieser Saison, gibt es keine einzige Medaille. Sieht doch glaubwürdig aus heute. Das macht mich ein bisschen sauer. Der Marco! Er hat das Gefühl, er gewinnt das Ganze, aber gegen Schluss sehen wir dann. Soll ich mal den Koffer tragen? Ja, ich weiß nicht, ob du den magst. Ich weiß nicht, ob du den magst. Meine eigene Teamkollegin macht Backstabbing. Weißt du, das ist der Grund, warum sie die Sportart alleine ausführen, die sie machen. Die Altstadt ist 1870 neu gebaut worden, damit sie all die Reichen sich in den Dachterrassen niederlegen können. Ich würde gerne ansäckeln, aber das mit dem huren Scheißkoffer geht nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir ran. Oh, ich habe es gefunden. Ja, bin ich blöd. Du hast schon da vorne das Gleiche. Jetzt musst du einen von denen reinlehren, oder was? Ich habe es verkehrt dort. Aha, so. Ah, dann ist das ein Stern. Also, wie viel musst du reinlegen? 11? Ja. Ach, und, du kennst das natürlich von den Doping-Sachen, gell? Mit der Orientierung war es ein bisschen schwierig, aber wir waren zuerst hinten drin und dann haben wir aufgeholt. Ja, es hätte können sein. Nicht ganz einfach zu lösen, aber wir sind doch noch zuversichtlich, dass wir die Schüssel schlagen können. Ich glaube, es hängt ein beides zusammen. Meine Nerven machen es nicht mit. Sobald es um Technik geht, oder, dann musst du auf den Clou, auf den Hinweis und all das Zeug drauf eingehen. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich glaube, allein würde ich es nicht schaffen. Hey, und? Wie ist es? Mögen wir noch? Die Füße fallen fast stören. Dabei ist es gar nicht so hektisch, wie es aussieht. Auf den Schatz! Komm! Hey, du bist mit Beschissen verbunden.
Gib noch Gas, wir haben es immer noch nicht gelöst. Hey, fahren, was ist denn kalt? Vollgas! Schneller! Nein. Ja, aber schau, jetzt haben wir schon, es braucht nur noch einen. Aber geil, Mann. Von jetzt an seid ihr offiziell inoffizielle Wise Agents. Willkommen in unserer Organisation. Ich gebe mein Badge. Episch! Episch, Sibyl! Keep the fucking music. Unentschieden, oder was? Ja, wir sind auch oder? Wir sind irgendwo bei 14. Also gut, das heisst, wenn wir jetzt ausgeglichen sind, machen wir eine Zusatz-Challenge noch. Wir gehen in den Letz rein und machen einen Sprint weg. So wie es ist, Schicksal hat übernommen. Wir haben gewonnen, ich und Selina. Kenn ich aus dem Bild. So, ich habe es nur gewundert, einfach genommen. Also, merci vielmals. Als wenn du so schnuppst. Ich war vorher, hast du es gesehen? Aha, ja, okay. Oder? Ich meine, das sagen noch ein paar Runden mehr. Du musst jetzt wieder zu ihnen gehören. Nein, wir haben gewonnen, ist gut. Also gut, die drei Schwestern unterwegs waren. Ich sage danke vielmals, vor allem Otlo und Sport 2000. Für die ganze Realisierung natürlich. Und euch auch, danke vielmals. Merci, ist gut, verloren. Verloren, wir sind die Besten. Gewonnen. Soll ich jetzt sagen, ich bin froh, dass sie dich kann. Jedes Mal, wenn es aber um Stock, am Morgen rechnen, ist es recht gut gewesen, hast du recht gut gemacht. Unsere Mentalität ist normalerweise schon, dass wir alles geben. Das ist nicht falsch verstanden. Aber bei Marco ist es herzig, wenn er Freude hat. Ja, und es ist auch gut, sonst kann der Marco heute Nacht gut schlafen. Ja. Danke dir nochmal, dass du einen guten Tag mit mir verbracht hast. Cool gewesen. Ich hoffe, ich war eine Bereicherung für alle. Ja.